Ja, hallo, wir sind Jodel Dreiklang mit Cordula Hermenau, Oskar Buck und Mara Ziegler. Und wir singen traditionelle Jodler aus dem Alpenraum, aber auch moderne Jodler aus der aktuellen Jodelszene. Wir freuen uns sehr und wir fühlen uns sehr geehrt, dass wir heute dieses Jahr verabschieden dürfen. Und verabschieden wollen wir damit auch all die Widrigkeiten und Ängste und Einschränkungen und Belastungen, die dieses Jahr so mit sich gebracht hat. Und wir wollen das neue Jahr herbeijodeln mit ganz viel Vertrauen und Freude und innerem und äußerem Frieden und natürlich auch Gesundheit. Und wir beginnen mit dem Rierlei Ho aus Bayern. Das ist ein traditioneller Jodler. Und was wir so schön finden daran, ist, dass er so das Glocken imitiert. Und das passt ja auch zur Jahreszeit. Immer so bei dem Ho ist so der Glockenklang dabei. Aber Rierlei Ho, Rierlei Ho, Ho, Ulja. Hat der Markus Bried, ein Jodellehrer aus Meran, erfunden auf einer Wanderung um den Radelsee. Und da viele Jodler so benannt werden wie der Ort, wo er herkommt, heißt dieses Stück einfach der Radelseer. Das nächste ist ein traditioneller Jodler aus Österreich, genauer gesagt aus der Steiermark.
das steirische Durcheinand. Und er heißt Durcheinand, weil die Stimmen alle ganz individuell sind und auch individuelle Silben haben. Und wir machen den immer noch ein bisschen durcheinanderer, indem wir die Stimmen auch durchtauschen, sodass alle mal jede Stimme gesungen haben. Rie ho i jodel di, rie ho i jo, rie ho i jodel di, rie ho i jo, rie ho i jodel di, rie ho i jo, rie ho i jodel di, rie ho i jodel di. In die Tiefe. Der Wurzhorner. Der Wurzhorner imitiert Töne, die auf einem Wurzhorn geblasen werden. Ein Wurzhorn ist ein Horn, das aus Wurzeln eines Baumes gefertigt wird, wird ähnlich gespielt wie ein Alphorn. Und dieser Jodler imitiert sozusagen die Töne, die diese Wurzhörner von sich geben. Der Wurzhorner. Dio hui di hui dio hui dio 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 hui dio hui dio hui dio dio. Dio.
Jetzt kommt wieder ein ganz moderner Jodler von der Monika Greif. Die wohnt in Südtirol und die hat von ihrem Wohnort einen wunderbaren Blick auf das Kloster Marienberg. Und deswegen heißt der Jodler, den sie komponiert hat, Marienberger. Glücklich, finde ich zumindest. Unser vorletztes Stück ist ganz alt, traditionell sogar in schwäbischen alten Liederbüchern zu finden. Da heißt es allerdings anders, da heißt es Hettidi und Hobidi. Wir haben uns die anders schwäbische Version ausgesucht, mit einem Buchstaben weniger, weil es uns besser gefällt. Hetiti, 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 alohuria, hobiti, 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 alohuria, hetiti, 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 alohuria, hobiti, 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 alohuria, hetiti, 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 alohuria, hobiti. Mit den Wunderkerzen und dem dunklen Licht, ja. Bitte sehr. Der Jodler, der jetzt kommt, ist ein ganz sanfter Jodler, fast schon nur gesungen. Und wir möchten mit diesem Jodler sozusagen das alte Lied, das alte Jahr sanft in den Schlaf wiegen. Und sanft mit diesem Jodler in das neue Jahr hinübergleiten. Hui, ho, da, ro.